Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Ultramond und darf ich vorstellen, unser fünftes Teammitglied, Alola Sandan. Die zumindest auf dem Papier ultimative Waffe gegen Drachen und Fee-Pokémon. Das ist allerdings nicht ausschließlich der Grund, warum ich es mir anschaffe. Zum einen habt auch ihr euch dieses Pokémon, als ich am Anfang das Let's Plays gefragt hatte, gewünscht. Also es stand schon durchaus ein paar Mal in den Kommentaren. Und zum anderen habe ich in Pokémon Sonne Alola Vulpix trainiert. Und man muss dazu wissen, dass Alola Vulpix nur in Pokémon Sonne erscheint und Alola Sandan nur in Pokémon Mond, beziehungsweise eben die Ultra-Versionen der beiden Pokémon-Editionen. Und somit werde ich in Ultramond das Gegenstück zu Vulpix trainieren. Und das wäre Alola Sandan vom Typ Eis-Stahl. Ein physisch offensives, aber auch defensives Pokémon. Init ist nicht ganz so gut, Spezialverteidigung ebenso nicht, Spezialangriff spielt keine Rolle. Wir müssen also voll auf Angriff und die physische Verteidigung bauen und das werden wir auch tun. Und das schon ab heute mit diesem wunderbaren Alola Sandan. Männlich ist es. Und ich nenne es... Ice Spike. Ich habe mir mal wieder keine Gedanken gemacht. Das ist mir jetzt spontan eingefallen. Ich weiß, ich bin kein kreativer Dude. Aber, das ist gar nicht so verkehrt, ne? Wenn es sich weiterentwickelt, dann wird der Name schon sehr gut passen. Jetzt bei dem Sandan natürlich noch nicht, aber als Sandamer trägt es gewaltige Eiszapfen auf den Rücken. Entwickeln wird es sich allerdings erst, wenn wir ihm einen Eisstein geben. Zum Glück müssen wir aber gar nicht so lange warten, bis wir den bekommen. Und ich merke gerade, ich habe die anderen Pokémon alle klein geschrieben. Dann werde ich das noch abändern im Nachhinein. Nur damit das auch schön einheitlich ist. Jetzt gucken wir noch schnell, welches Wesen ich bekommen habe. Ein neutrales. Ja, das passt. Da gibt es dann keine Kompromisse, aber auch keine Vorteile. Das passt schon. So, und als Attacken Kratzfurie, Eisenabwehr, Schlitzer und Eisenschädel. Sehr gut. Eisenschädel muss ich ihm also nicht mehr beim Move-Tutor hier um die Ecke beim Strand beibringen. Aber wir sollten da dennoch mal vorbeischauen. Ich erinnere mich nämlich, dass es da die Möglichkeit gab, Eisheap beizubringen. Und es würde mich doch sehr wundern, wenn Sandan das nicht auf dem Kasten hat. Also spätestens als Alola Sandama sollte es diese Attacke lernen können. Komm, enttäusch mich nicht. Wenn du das kannst, dann bin ich super zufrieden. Dann haben wir echt ein richtig gutes Quereinsteiger-Pokémon. Und wer weiß, was er noch so alles erlernen kann. Hier, Ice Heap. Eisenabwehr könnte er noch erlernen, aber das hat er sich schon wegtrainiert. Oder war das im Moveset? Ich habe es gerade gar nicht gesehen. Ah doch, er hat Eisenabwehr sogar. Geil. Und er kann Ice Heap. Perfekt! Kratzfurie kommt raus. Ice Heap kommt rein. Beste. So. Und bevor ich jetzt seinen Namen visuell anpasse, mit Groß- und Kleinschreibung, kehre ich noch einmal auf diese Route zurück, denn was mir schon in Pokémon Sonne passiert ist, ist mir auch diesmal wieder passiert. Ich habe vergessen, hier bei diesem Institut vorbeizuschauen. Das Institut, das sich hier beim Vulkan befindet. Ich weiß auch nicht warum, aber ich übersehe das einfach jedes Mal. Vielleicht liegt es daran, dass man irgendwie vier Wege vor sich hat und ich einfach immer einen vergesse, ne? Der Weg zurück, der Weg zum Dorf der Kapu, der Weg zu diesem Institut und der Weg zum Strand. Das scheint mich zu überfordern. So, und jetzt haben wir hier unsere Remi am Start, die sich in der letzten Folge weiterentwickelt hat.
Und ich wollte ja nachgucken, warum diese Attacke Dark Lariat heißt. Ich hatte schon recht in meiner Annahme. Es ist in der Tat ein Wrestling-Move und den werde ich euch gleich mal zeigen. Das will ich mal in Real Life sehen, wenn das mal so ein Wrestler macht. Geiler Scheiß. Im Übrigen, alle Attacken, die nicht eingedeutscht wurden, und das sind 4, glaube ich, an der Zahl, aber mir fallen jetzt nicht alle ein. Neben Flying Press gibt es, glaube ich, noch 2 weitere. Das sind alles Wrestling-Moves. Mhm, in der Tat. Nur heißt Dark Lariat im Englischen Darkest Lariat. Also das wurde ein bisschen abgeändert bei uns. Spielt aber keine allzu große Rolle. So, dann drücken wir dir die Dampfwalze rein. Nachdem du mich einmal gekickt hast. Und dann sollte es das wirklich gewesen sein. Aber echt erstaunlich, wie gut die ganzen Trainer aufgeschlossen haben. Also ab jetzt wird es wirklich super spannend und super schwer. Gibt keine leichten Kämpfe mehr. So, was haben wir hier denn? Gab's da drüben irgendwelche besonderen Items? Ein Sonnenstein. Gibt genug Pokémon, die darauf angewiesen sind. Unsere nicht. Dafür ist eines jedoch auf einen Donnerstein angewiesen und das andere auf einen Eisstein. Der Eisstein übrigens ein neues Item. Wurde in Sonne und Mond neu eingeführt, um eben Alola Vulpix und Alola Sandern die Weiterentwicklung zu ermöglichen. So, das Item Timerball nehmen wir mit. Jo, was geht bei dir? Vielleicht liegt es am Einfluss des Kraftwerks, aber mittlerweile zieht es Elektro-Pokémon her, die man hier vorher nicht antreffen konnte. Du meinst ihn hier? Oder die zwei da? Okay. Was wollen die denn hier? Gibt's hier was kostenlos zu futtern? So, was ist denn das überhaupt für ein Institut? Es ist das Erdwärmekraftwerk. Da war ich mir jetzt nicht mehr 100% sicher, deswegen habe ich das so neutral gesagt. Institut. Willkommen im Erdwärmekraftwerk. Dieser Ort wird auch dich elektrisieren. Meinst du, ja? Willkommen im Erdwärmekraftwerk. Nimm dir etwas Zeit, um die Infotafeln zu lesen, aber bitte nicht bekritzeln. Puh, ich glaube nicht, dass wir dafür Zeit haben. Mitbringselecke. Hier finden sich unter anderem Postkarten des Erdwärmekraftwerks sowie Süßigkeiten aus dem mit Wasserdampf gedämpften Bären. Mhm. Wir sind hier auf Klassenfahrt. Wir hatten den ganzen Kokobai-Bus nur für uns. Ja, muss ja eigentlich, weil ansonsten würde der Bus ja jede Haltestelle anpeilen und dann erreicht man ja nie sein Ziel. Meistens, wenn man so einen Schulausflug bucht, Dann bucht man den Bus ja für sich alleine, oder? Also sowas zumindest bei uns immer. Viele wissenschaftliche Entdeckungen haben wir bestimmt allein den Pokémon zu verdanken. Bestimmt, ja. Ich bin einer der Forscher, die hier im Erdwärmekraftwerk arbeiten. Bzz, bzz, bzz. Bzz, 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 bzz. Mensch, Magnetilo, wie oft denn noch? Wenn du den ganzen Strom auf einmal auffrisst, gibt's einen Stromausfall. Oh, hast du dich etwa erschreckt? Weißt du, dieses Magnetilo, also das ist in Wahrheit mein Pokémon. Tut mir leid, ich wollte dir keinen Schrecken einjagen. Hier, das hast du als Wiedergutmachung verdient. Eine ganz raffinierte TM. Danke, Mann. Auch wenn wir es nicht brauchen werden. Weil Magnetilo Strom zum Fressen gern hat, hat man mir daheim den Strom abgedreht. Daher nehme ich es manchmal mit zur Arbeit und der frisch erzeugte Strom hier im Kraftwerk schmeckt wohl ganz besonders elektrisierend. Warte mal, du hast zu Hause keinen Strom? Wie kannst du leben, Junge? Also, jetzt mal ernsthaft. Wow, die arme Sau, ey. Hat die ganzen Vulkane auf Ula Ula vielleicht ein gigantisches Pokémon erschaffen? Wenn dem so wäre, sollten wir uns wohl bei ihm bedanken, dass wir hier leben dürfen. Oh ja, sicher, wir sollten immer die Götter anbeten. Wie in guten alten Zeiten, ne? Wäre es nicht total cool, wenn hier plötzlich ein riesiges, fieses Pokémon aus dem Boden käme?
Nein? Pokémon mit der Fähigkeit Magma-Panzer können nicht eingefroren werden. Mir als Lehrer hat diese Ausstellung eins gezeigt, dass Pokémon und Vulkane genial sind. Das stimmt, ich finde Vulkane auch sehr faszinierend. Hallo und guten Tag, Alola. In Alola findet man manchmal haarfeine Stränge von zu Glas gewordenem Felsgestein, Zeugen der vulkanischen Aktivität in der Region. Die Haare von Digda aber sind in Wirklichkeit Barthaare aus Metall, die es als Tastsensoren oder für die Kommunikation einsetzt. Hier für dich. Was der immer für ein unnötiges Wissen parat hat, ne? Versuche deinen Pokédex zu ver... Ja, ist klar. Gut, ich werde dann schnell den Namen anpassen und dann geht's weiter im Dorf der Kapu. Weiter geht es! Und da treffe ich schon wieder neue Personen an dem Ort, wo wir unser Alola Sandan gefangen haben. Was geht? Wenn man seine Schätze in der Blase von Aranestro verstauen könnte, wären sie dort bestimmt sicherer als in jedem Tresor. Das ist wohl wahr. Ich meine, wer fasst so ein Ding bitte freiwillig an? Was ist eine TM? Diese Frage lässt sich nur auf einem Weg beantworten. Möglichst viele TMs sammeln. Da wir gerade beim Thema sind, wie viele TMs hast du denn schon? Walker. Oh, das sind schon 42 TMs. Wie mir zu Ohren gekommen ist, gibt es einen Ort in Alola, wo sich hochbegabte Trainer zum Kräftemessen treffen. Dort erhält man angeblich auch TMs. Ah, der meint wohl diesen neuartigen... Kampfzonenort, oder? Also ich habe da zumindest mal was vernommen. Den Kampfbaum soll es ja nicht mehr geben, aber gucken wir mal. Efferhaus. Hier rücken Menschen und Pokémon zusammen. Gut, und hier drin soll sich auch der Captain befinden. Hallo. Wow, Domina, das ist also das Efferhaus. Oh, jemand Neues. Ihr müsst kämpfen. Hä, was, wo? Wir passen hier auf, bis Lula wieder zurück ist. What? Ist es jetzt ein Doppelkampf? Also ich und Tali gegen die Knirpse da? Nee. Jeder kämpft einzeln und wow, ich hab ja richtig krass Angst vor diesem Elekid. Oh mein Gott. Please help me. Es lebt noch? Das ist ein fucking Baby-Pokémon und du bist eine Endentwicklung eines Starters. Was denkst du dir eigentlich? Aber das ist eine gute Möglichkeit zu erkennen, wie schwach der Spezialangriff von Fuegro ist. Ja, wir brauchen so schnell wie möglich eine physische Feuerattacke. Ich hätte da zwar Nitro-Ladung, aber... Wäre das echt besser? Ich muss mal schauen, vielleicht sogar ja. Ich kämpfe wie ein Großer, gar nicht schlecht, oder? Ja, es ging. Kannst du deinem Mangunia mal sagen, dass der Kampf vorbei ist? Es tut weh. Mang! Beißt er ihm ins Bein? Da bin ich wieder. Ich sehe, ihr habt euch schon kennengelernt. Meine Einkäufe sind jedenfalls erledigt. Wir kennen uns besser, als du lieb bist. Nanu, wo ist denn Lilly? Lilly ist bei Habu geblieben, aber sie kommen bald nach. In der Zwischenzeit könntet ihr doch eine Prüfung absolvieren. Welche? Na, meine natürlich. Ich bin schließlich ein Captain. Sagt bloß, das wusstet ihr nicht. Doch, schon seit meinem Pokémon Sonne Let's Play. So, jetzt interessiert mich das aber. Wegen Nitro-Ladung. Wie krass ist denn der Unterschied zwischen den beiden Werten? Also, 93 Angriff und 69 Spezialangriff. Das ist schon ein bisschen was. Allerdings hat Feuersäulen Stärke 80 und Nitro-Ladung nur Stärke 50. Man müsste jetzt einen Taschenrechner hernehmen, um rauszufinden, ob es mehr Schaden macht. Aber...
Ich werde dennoch auf Nitroladung gehen. Einfach jetzt auf Vermutung hin. Und weil man damit ja auch gleichzeitig seine Init erhöhen kann. Also es ist nicht allzu verkehrt. Oh ja, und in Verbindung mit dem Feuersät-Kristall könnten wir zumindest eine richtig krasse physische Feuerattacke raushauen. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Welches Item trägst du denn gerade? Ach, du hast den sogar. Ja, stimmt. Was frage ich so blöd? Wir nutzen ja die ganze Zeit schon die dynamische Maxi-Flamme. Blöde Frage, tut mir leid. Wie war das? Prüfung? Meine Prüfung findet in einem verlassenen Laden in der Nähe statt. Warte vor dem Efferhaus auf mich, dann führe ich dich persönlich dorthin. Gut, dann lass uns gehen. Habe ich überhaupt nichts gegen und ich glaube, ich werde sogar mit meinem Starter antreten. Go! Was soll das? Lass das bitte! Was denn, blöde Kuh? Deine Handtasche hat sich plötzlich bewegt, da wird man wohl noch neugierig sein dürfen, ne? Ist wohl ein paar Kondis drin. Es könnte ja ein seltenes Pokémon drin sein oder so. Die klauen wir nämlich, um uns was dazu zu verdienen. So nebenbei. Aber auch weniger seltene Pokémon bringen Geld ein. Es gibt für alles Kundschaft. Lass mal rüberwachsen, ey. Was soll das, Asi? Verpiss dich. Domina. Ja, schon klar. Jetzt kommt der mutige Trainer, der das Mädchen in der Not beschützt, Lel. Aber die Tour vermassel ich dir, ich schwöre. Ich bin ganz gespannt. Bitte enttäusch mich nicht. Wenn du jetzt irgendeinen Golbat oder so raushaust, dann verrecke bitte an Ort und Stelle. Bro, du hast es geschafft, es noch zu unterbieten. Oh, come on. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Glariat, vernichte ihn. Du unglaublicher Schlappschwanz. Mach die Biege, sofort. Oh! Okay, Digi, mein Bro Traumato sieht auch schon total gelangweilt aus. Ja, dann Tschüssikowski, Lel. Puh, vielen Dank, Domina. Ich wollte mich auch einmal wie ein Trainer fühlen und war gerade ein wenig spazieren. Ich hatte mich von Hapu verabschiedet, da wollte Wölkchen plötzlich aus der Tasche hervorkommen. Los, Wölkchen, du solltest dich auch bei Domina bedanken. Ist schon okay. Ich würde mich gerne hiermit bei dir bedanken. Hoffentlich werden sie dir auf deiner Inselwanderschaft ein wenig von Nutzen sein. Ja, danke. Ich hoffe, du behandelst es nicht wie Weihnachtszocken als Weihnachtsgeschenk. Nun, ich habe gerade meine Besorgungen gemacht. Da habe ich sie aus einer Laune herausgekauft. Ja, das merkt man. Oh, Lilly. Alles okay mit dir? Du siehst so erschöpft aus. Hier im Efferhaus kannst du dich ausruhen. Danke, Lola. Ich denke, das werde ich auch tun. Meine Prüfung findet an einem Ort jenseits des Dorfs der Kapu statt, Domina. Komm am besten einfach mit. Waren die beiden nicht shoppen? Die gute Lola hätte sich mal ein neues Kleid besorgen sollen. Aber gut, ich will ja ihren Style nicht in Frage stellen. Vielleicht mag sie das ja auch einfach in Lumpen rumzulaufen. Route 15, Düse mit Tohaido herum. Weil das Geld hat sie ja. Also wenn ich sie richtig verstanden habe, ist ihr Vater ja reich. Oder verwechsel ich da was? Okay, vielleicht hat sie sich mit ihrem Vater zerstritten, das kann ja auch sein. Aber es wäre trotzdem traurig, oder? Seine Tochter so rumlaufen zu lassen? Es geht doch nicht! Das kannst du doch nicht bringen. Okay, dann besiegen wir jetzt hier noch alle Trainer, die wir kriegen können, bevor wir uns der nächsten Prüfung stellen. Und hier haben wir direkt einen Ass-Trainer am Start, der bestimmt einiges zu bieten hat. Habe ich recht? Lola? Ja, der fühlt sich schon direkt geil. Mal gucken, was er droppt. Der Trainer beim Pokémon Center beim Dorf der Kapu im letzten Part hat ja auch ordentlich was rausgehauen. 3 Level 36er Drachen-Pokémon. Schon ziemlich crazy.
So, hier haben wir jetzt einen Kaumala. Das wäre natürlich ein perfektes Opfer für Sandan, aber der ist noch underleveled. Deswegen möchte ich ihn ungern nutzen. Ja, dann muss ich eigentlich auf Dargariar zugreifen. Und ich sollte mir langsam mal überlegen, welche vierte Attacke ich ins Moveset nehme. Weil, Biss brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Autsch, Mann! Es tut weh! Nitro-Ladung! Den Move auch mal gesehen haben. Bam! Innet steigt zwar, ja, aber mit so wenig KP werde ich dich wahrscheinlich nicht drin lassen, oder? Was droppst denn du jetzt? Level 36, nice. Wir könnten eigentlich noch sehr gut eine Kampfattacke vertragen, fällt mir da gerade auf. Ich muss mal schauen, ob der vielleicht Durchbruch erlernen kann. Knogger kommt, okay. Das könnte Monsterkill schaffen. Wobei, warte mal, ist es jetzt ein Alola-Knogger? Oh shit, ja. Wobei, das ist gar nicht so verkehrt. Wir können ja zumindest... Ah ja, mit Wasser oder mit Tiefschlag Schaden machen. Na dann, Tiefschlag! Bam! Ja, Hälfte immerhin. Ballert. Und das kratzt meinen Panzer nur ganz geringfügig. So, jetzt mal schauen, ob Aquavelle da stärketechnisch rankommt. Vorsicht, Feuer ist noch neutral wegen dem Käfertyp. Okay, und das hat mich jetzt nicht enttäuscht. Also, wir können, denke ich, mit Aquavelle leben, bis er Kalkklinge durch den Herzschuppen-Dude erlernen kann. Ich hatte da nämlich so ein paar Bedenken, dass es vielleicht zu schwach ist wegen dem niedrigen Spezialangriff, aber es passt schon. Ich komme mit klar. So, wenn der da vorne auch ein Trainer ist, dann ist das ein perfekter Gegner für Pikachu, der auch kurz vor der Entwicklung steht. Und nein, das Ash-Pikachu habe ich nicht vergessen. Vielleicht werde ich das sogar noch in dieser Folge zeigen. Mal schauen. In dieser Gegend treibt sich in letzter Zeit ein fein angezogener Herr herum, aber im Moment ist er offenbar nicht da. Dann sollten wir wohl später wieder vorbeischneien, hä? Na gut. Da war zwar noch eine Trainerin im Wasser, aber die müssen wir jetzt nicht unbedingt besiegen. Folgen wir lieber der guten Lola. Und ich denke, es ist echt keine so schlechte Idee, euch jetzt noch das Ash-Pikachu zu zeigen. Weil dann haben wir das endlich mal abgehakt. Machen wir das so? Ja, komm, mach mal so. Gehe ich mich kurz heilen. Und dann sehen wir uns gleich im Geheimgeschehen wieder, Guys. Ich muss mich da wohl korrigieren. Wir müssen nicht Geheimgeschehen aufrufen, sondern wir brauchen den QR-Code-Scanner. Und mit dessen Hilfe können wir dann diesen QR-Code, den ich da so wunderhübsch auf meinem Bein liegen habe, den können wir dann einscannen. Und warte mal. Das wird jetzt ein Akt. Vor allem, weil ich hoffe, dass die 3DS-Verbindung nicht abbricht. Die Dreckskabel, ey. Ich sag dir, die Dreckskabel. Ja! Hat funktioniert! Und auf diese Weise bekommen wir das Ash Pikachu! Wenn ihr es auch haben wollt, dann guckt doch mal in die Videobeschreibung. Da habe ich euch den Link zu diesem QR-Code reingepostet. So, jetzt müssen wir es uns nur noch abholen. Und deshalb bin ich zum Pikachu-Tal nach Akala gereist. Dort wird es uns nämlich überreicht. Ja, ich zeige es nochmal kurz auf der Karte für diejenigen, die es vergessen haben sollten, wo das ist. Hier ist es nämlich auf Route 4. Und hier bekommen wir unser tolles Ash Pikachu. Ich weiß jetzt nur nicht von wem. Von dir? Ja. Du bist Domina, nicht wahr? Jemand hat mir ein Pokémon für dich anvertraut. Pikachu erhalten! Jetzt haben wir schon zwei von den Viechern, ey. Vielen Dank. Dann will ich mich mal verabschieden. Jo, ciao. Irgendjemand hat mir jetzt noch gesagt, dass man hier irgendwas für das Pikachu bekommt. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Vielleicht habe ich das auch mit was anderem verwechselt. Wie auch immer,
Es ist nicht nur äußerlich ein Ash-Pikachu, sondern es ist gleichzeitig auch an das Pikachu aus dem Anime angelehnt. Wie man auch schon bei den Attacken erkennen kann. Donnerblitz, Ruckzucki, Donner und Eisenschweif kann es nämlich. Gut, Volt-Tackle hätte da jetzt ruhig auch drin sein können, aber dann eben nicht. Als Originaltrainer ist auch der Ash eingetragen. Ja, da steht's. OT Ash, ID-Nummer 170715. Und als Item Prachtfeder, Fähigkeit nach wie vor Statik. In meinem Fall jetzt ein robustes Wesen. Ich glaube, das kann sogar variabel sein, aber da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Und Herkunft natürlich der Pokémon-Film aus 2017. Ich glaube, der hieß I Choose You. Lief ja vor kurzem auf Nick. Ich habe ihn so zu 70% gesehen. War ein ganz cooler Film, denke ich. Und ja, das war wohl eine schicksalhafte Begegnung. Aber noch ein ganz wichtiger Hinweis, nicht weiterentwickeln. Denn es gibt kein Raichu mit dieser Ash-Mütze. Der Sprite ist nicht im Game integriert. Nur dieses Pikachu trägt die Mütze. Wenn ihr es weiterentwickelt, dann wird es ein ganz normales Raichu. Und das wäre ja doch sehr schade, nicht wahr? Okay, dann hätten wir das. Und jetzt geht's gleich weiter auf dem schwarzen Strand. Was meine ich mit schwarzen Strand? Nun der Ort, an den uns Lola nun führen wird. Von hier aus musst du einfach Route 14 folgen, dann kommst du wie von selbst zu einem verlassenen Laden. Das ist die Prüfungsstätte. Und das ist der Laden, von dem dieser Angler hier gesprochen hat. Das Schnäppchenparadies, das umziehen musste. Schon ein beeindruckender Strand. Ich weiß nur nicht, ob ich das hier erholsam finden würde, wenn ich hier liegen würde und es würde die Sonne scheinen. Weiß ich nicht, aber dieses Dunkel, das hat sowas Negatives. Hast du schon gehört? Es soll ein Pikachu geben, das die Attacke Surfer beherrscht. Wer weiß, wenn du dich voller Leidenschaft ins Mantak-Surfen hineinkniest, kreuzen sich eure Wege ja vielleicht eines Tages. Ja, das ist ein entscheidender Hinweis. Tatsächlich wird man ein solches Pikachu bekommen, wenn man alle Surfer-Profis der einzelnen Inseln besiegt. Sprich, ihre Highscores knackt. Das, denke ich, werde ich auch noch machen. Wird allerdings noch ein klein wenig dauern. So, jetzt kämpft man noch gegen diesen Trainer. Damit wir zumindest ein bisschen was hier auf Route 14 geleistet haben. Der Pikachu ist schon wieder auf der Box. Ist ja kein festes Teammitglied. Wir haben unser eigenes Pikachu, was sich in Kürze endlich weiterentwickeln wird. Aber bei der aktuellen Prüfung bringt es mir sowieso nichts. Von daher hat das keine Priorität. Im Gegenteil, wir sollten Remy leveln, denn sie wird kämpfen. Ja, was heißt sie? Ich sag immer noch sie für Katze, ne? Ich weiß, ich verwirre euch damit. Ich versuche nicht so häufig sie zu sagen, weil es ist halt echt blöd, dass das Pokémon eigentlich männlich ist. Naja. Aber ich hoffe, jeder versteht mich. Bam. Dass das gegen den Lachvita nicht reicht, das deprimiert mich dann doch. Biss. Ich glaube, ich werde dann für die Prüfung auch den speziellen Selbstkristall benutzen. Die Attacke habe ich euch ja schließlich auch noch nicht gezeigt. Eine erweiterte Version von Dark Lariat. Aber das werden wir dann schon sehen. Abschluss von Route 14 und die Prüfung dann in der nächsten Folge Pokémon Ultramond. Nicht verpassen und Like da lassen.